Freunde, willkommen zum heutigen Test. Wir testen mal verschiedene Schinken-Cracker, andersrum Schinkenware. Also ein Karton ist ein Schinken und wir testen mal die Pyro-Cracker von Panda mit 4,8 Gramm pro Paket und wir testen die Komet-Cracker mit 4 Gramm pro Paket. Das heißt 0,5 und 0,51 pro Knallerchen, sag ich jetzt mal. Preislich nehmen die sich beide nicht viel. Ich glaube, die sind so fast gleich gewesen. Ich glaube, 9,50 Euro jeweils. Kann man sich überlegen, ob man das machen möchte. Ich wollte einfach mal schauen, wie die Schinkenware ist. Und bestellt wurde es bei Pyroland 2021. Sprich, es müsste eigentlich noch Ware von 2020 sein. Und dann würde ich mal sagen, nehmen wir von jedes zwei Päckchen mit raus und schauen uns die mal an. Bis gleich draußen zur Zündung. So, wir machen jetzt den Vergleich mit den Quäkerschinken. Wir fangen an mit Panda. Wie versprochen, zwei Pakete. Mit NEM haben wir 0,51 Gramm. Ja, ganz süß, muss ich sagen. Also wenn man mal was Kleines braucht für zwischendurch oder wenn man sich mal auf die Bank hinsetzt und ein paar kleine Knaller hat, würde ich sie empfehlen, aber ich bin ja auch ein bisschen komisch, ne? Ja, aber dafür knallen sie doch ganz gut. Na, der ist nicht, aber für die Größe okay. Wir haben wohl ein Jahr mit Wind. Das ist nicht so schön, aber was will man machen? So, haben wir noch einen? Einen haben wir noch. Dann haben wir die versprochenen zwei Pakete. So, und dann geht es gleich weiter mit dem Komet. So, wir machen weiter mit den Komet-Quäckern, schauen uns die auch mal an mit zwei Paketen. Der hat 0,5 Gramm, der Panda hatte 0,01 Gramm mehr. Oh. Ich würde jetzt sagen, die sind so ja vom ersten Knall her besser. Ja. Also die Komet-Quäcker aus dem Schinken sind besser wie die vom Panda. Ja. Also wenn ihr Quäcker möchtet, kann ich euch die Komet empfehlen. Und der war gut. Der hat nur rausgesprüht. Weiter geht's. So. Ja, also im Vergleich würde ich sagen, Komet war auf jeden Fall besser. Jetzt kommt der scheiß Windwolle von vorne. Und ja, macht's gut, Freunde. Bis zum nächsten Video.